Ich glaube an Gott, Jesus, eigentlich insgesamt einfach ans Christentum. An Gott und an die Wiedergeburt Christi. Mein Glaube ist, dass Gott mein Freund ist, also dass ich jetzt quasi einfach mit ihm reden kann, er mir hilft, man auch einfach Spaß zusammen haben kann. Es gibt Momente, wo ich es einfach atemberaubend finde und wenn ich das anderen Leuten erzähle, ist es manchmal so, die verstehen das gar nicht, so ja, okay, cool, ich kann das gar nicht erklären. Gott würde ich als immer für einen da, als stillen Zuhörer vielleicht einfach wirklich bezeichnen. Natürlich antwortet er dir nicht direkt, aber er ist trotzdem da und letztendlich merkt man es ja trotzdem. Vorstellen kannst du ihn dir eigentlich nicht so wirklich, weil die typische Vorstellung von Gott ist ja alter Mann in einem weißen Hemd mit einem weißen Bart. Jedoch ist das nicht so wirklich das. Also Gott ist für jeden anders. Jeder kann sich Gott so vorstellen, wie er ihn gern hätte, weil Gott kann jede Gestalt annehmen und kann als alles erscheinen. Vielleicht ist es für manche Menschen der Ehering, der dann an den Menschen einer, den man liebt und das mit Gott verbindet, dann ist in dem Moment vielleicht für die Person der Ring. Ich finde, man muss sich nicht hinsetzen und die Hände falten, um mit Gott zu reden. Du kannst einfach in den Gedanken reden, der hört dich so oder so. Und auch jetzt gerade, der hört uns zu, kann da sitzen, ist egal. Man muss nicht beten, um mit Gott zu kommunizieren. Ich probiere da zu sein für ihn, zu beten, obwohl ich sagen muss, manchmal vergesse ich das leider auch. Aber trotzdem ist er für mich da und das merke ich einfach auch jeden Tag. Wenn ich aufstehe, ich bete zum Frühstück, ich bete zu Mahlzeiten und wenn ich ins Bett gehe und da rede ich mit Gott und unterhalte mich mit ihm und rede über meine Probleme, aber auch wofür ich mich bedanke, dass ich vielleicht die Aufgaben, die ich mir für den Tag vorgenommen habe, geschafft habe und trotzdem noch Freizeit hatte, um mit meinen Freunden was zu machen. Die Bibel ist schön und gut, es ist Gottes Wort, deswegen gehe ich auch in die Kirche, um das alles zu verstehen, um Gott versuchen zu verstehen. Aber das wird niemals passieren, dass ich Gott verstehe und vor allem ist das der Eindruck anderer Menschen, ist ja eine Aufschrift von Gott, aber ich finde, es ist ein Eindruck von anderen Menschen und ich würde mir gerne meinen eigenen Eindruck über Gott machen. Wenn es mir mal schlecht geht oder ich irgendwie Hilfe brauche und gerade nicht das Gefühl habe, dass ich so wirklich verstehe, was mir Gott sagen will in der Situation, in der ich mich befinde, dann gucke ich auch mal in die Bibel, schlag irgendwas auf und lese dann mal ein bisschen drin rum und meistens hilft mir das dann auch. Ich bin ja der Überzeugung, dass das alles, was dort drin geschrieben ist, auch wirklich so passiert ist, also dass Jesus gekreuzigt wurde und in den Himmel auferfahren ist und viele Menschen geheilt hat, daran glaube ich ja alles. Von daher ist kein Buch, was ich bisher gelesen habe und vermutlich auch keins, was ich jemals lesen werde, vergleichbar mit der Bibel. Wenn mich jemand gefragt hat, was ich da mache, dann habe ich eigentlich immer das offen gesagt. Früher, muss ich ehrlich gestehen, war ich nicht so offen, aber jetzt denke ich mir, warum sollte ich es nicht machen? Ich bin stolz auf meinen Glauben und deswegen kann ich den auch preisgeben. Also es war ein offenes Geheimnis, sage ich mal. Wenn jemand gefragt hat, habe ich gesagt, wenn nicht, dann halt nicht. Irgendwie, weil ich Angst hatte, dass Leute erstmal so, okay, das halt einfach als komisch empfinden. Ich habe halt wirklich nur meine 2, 3 Freunde, die ich wirklich gern mag. Mit denen mache ich auch richtig viel und es macht Spaß und alles drum und dran. Und die wissen das auch schon seit längerem und die gehen damit um, als wäre ich ein normaler Mensch. Nicht, dass ein Christ irgendwie ein Unmensch ist oder irgendwie sonst was. Ich hatte mit jemandem auch eine Diskussion darüber, ist Glauben wirklich da? Und an sich sage ich das offen, aber ich würde es jetzt nicht einfach so im Gespräch so randommäßig, sage ich mal, einfach unterbringen. Alle die mich nicht damit fragen, sollen es nicht wissen. Und wenn halt jemand mit mir sonntags rausgehen will und ich sage nee, sage ich halt aber auch dazu, okay, ich bin Christ, ich gehe lieber in die Kirche.
ich habe mit jemandem geschrieben und der ging so, ja, was machst du so, was machst du so? Und dann meinte ich so, ja, ich mache nichts. Und ich hätte halt schreiben können, ja, ich war gerade in der Kirche, ich fahre hin, ich fahre zurück, so. Und da habe ich das wirklich verschwiegen. Irgendwie hätte ich mir gewünscht, das halt nicht zu machen, oder ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, das nicht zu machen, aber Lügen ist so einfach, das ist das Doofe daran. Mein Freund, mit dem ich das Video gedreht habe, der ist halt der Überzeugung, dass es Gott nicht gibt für ihn. Aber nur weil er daran nicht glaubt, bin ich nicht der Überzeugung, dass es Gott nicht gibt. Und er ging so, ja, es ist doch niemand gläubig hier aus der Gruppe. Und ich so, doch, ich bin Christin. Und dann war es so, okay. Und dann war es eigentlich auch nicht schlimm. Ich glaube, das ist wirklich der Fehler. Man denkt immer, man wird angenommen, als wäre man ein Außerirdischer. Aber so ist es ja eigentlich gar nicht.